Die Gewalt hat Südafrika fest im Griff. Überfälle und Morde sind an der Tagesordnung. Menschen werden wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert und attackiert. Südafrika, Projektionsfläche für viele Schweizer mit Fernweh. Das ist ein Bubentraum von mir. Eine Regenbogennation im Frieden mit sich selbst und der Welt. Wie würden Sie heute die Stimmung beschreiben? No comment. Der Traum, den man geklappt hat, ist leider vernichtet worden. Die Waffe ist klar. Wir haben Tausende von weißen Farmern, die ermordet worden sind. Es gibt keine Beweise dafür, dass sie zu Zielen werden, weil sie weiße Farmer sind. Eine kleine Farm außerhalb von Johannesburg. Rolf Bill hält nur noch ein paar Schafe. Früher war das anders. Hier drinnen haben wir Inkubators, wo wir einmal Teier ausbrütet haben. Hier drinnen war ein Futterstag. Und hier drinnen war der Milchtank mit der Kühlung. Bilder aus besseren Zeiten. Er hatte schon als Kind von einem eigenen Bauernhof geträumt. Vor 50 Jahren wanderte er nach Südafrika aus und wurde schließlich Farmer. Wie viele Kühe haben Sie denn in den besten Zeiten? Wir haben gemolken zwischen 30 und 40. Und im Gesamten haben wir die 60 gemolken. Seine Kühe waren sein ganzer Stolz. Aber die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich zusehends. Sein Betrieb hätte wachsen müssen, um zu überleben. Aber dafür fehlte das Geld. Also hat er seine Kühe schweren Herzens verkauft und hält sich nun mit einer kleinen AHV aus der Schweiz über Wasser. Eigentlich wollte er einen dicken Strich unter sein Farmerleben ziehen. Aber seine Frau sei auf die Bremse getreten. Heute sei er ihr dankbar dafür, dass sie ihn vom Umzug in eine Stadt abgehalten habe. Eines der positiven Dinge ist sicher das Klima. Wir haben nicht allzu heiße Sommer. Wir haben ziemlich kalte Winter, aber viel Sonnenschein. Und das ist sicher ein großer Pluspunkt. Und wenn du so rumschaust, das ist eine schöne Area. Und wenn man da lang genug da ist, dann wird man eigentlich nicht mehr weg. Eine Art südafrikanische Landi. Der Chef ist auch Farmer. Die beiden sind Nachbarn. Früher war Rolf Bill hier Stammkunde. Heute braucht er nur noch ab und zu einen Sack Hundefutter. Die Sicherheit ist ein Dauerthema. Fast jeder wurde schon zum Opfer, auch Rolf Bill. Vor einer Weile hatten wir hier viele Viehdiebstähle, auch bei Rolf. Sie haben es versucht. Ja, sie haben es versucht. Er hat uns alarmiert und wir sind sofort mit Nachtsichtgeräten gekommen. Wir haben alle Schafe gefunden und konnten sie ihm zurückgeben. Er hat kein einziges verloren. Nein, ich bin sehr dankbar. Absolut. Die Farmer helfen sich gegenseitig. Ein Notruf genügt. Ich schätze das sehr. Ich bin inzwischen 73, also kein Jungspund mehr. Es tut gut, dass wir Nachbarn haben, auf die wir uns verlassen können. Sie haben sich zu einer Art Bürgerwehr zusammengeschlossen. Farmwatch nennt sich das. Wir machen uns Sorgen, denn die Angriffe auf Farmen nehmen zu.
Ich weiß, dass die Polizei versucht, die Situation in den Griff zu bekommen. Aber das wird nicht gelingen. Die haben gar nicht die Ressourcen dafür. Darum haben sie ihre Sicherheit selber in die Hand genommen. Die Beule unter dem Hemd ist eine Pistole. Er habe einen Waffen- und einen Trageschein. Also alles ganz legal und bitter nötig. Denn es werde immer ungemütlicher. Hier sollen die Spannungen bewusst geschürt werden. Der weißen Minderheit, die uns unser Land mit Gewalt weggenommen hat, müsst ihr sagen, genug ist genug. Wir nehmen die Zukunft in unsere eigenen Hände. Bei jedem Auftritt stimmt der linkspopulistische Oppositionsführer ein inzwischen verbotenes Lied an. Wir haben nicht dazu aufgerufen, Weiße zu töten. Jedenfalls noch nicht. Ich kann nichts garantieren für die Zukunft. Verstehen Sie, dass die Leute, die das hören, ausflippen werden? Es klingt wie ein Aufruf zum Genozid. Heulsusen. Heulsusen. Ich rufe nicht dazu auf, Weiße abzuschlachten. Noch nicht. Ich kann nichts garantieren für die Zukunft, vor allem wenn es so weitergeht. Subtext. Wenn es so weitergeht, wird es eine Revolution geben in diesem Land. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Es wird eine unkontrollierte Revolution geben. Und das ist die höchste Form der Anarchie. Genau das wollte Nelson Mandela verhindern. Nach seiner Freilassung hatte er einen großen Traum. Er wollte Schwarze und Weiße versöhnen. Never. Never. And never again. Nie, nie, nie wieder soll es in diesem Land vorkommen, dass jemand einen anderen unterdrückt. The oppression of one by another. Die Zeit der schönen Worte scheint vorbei zu sein. Heute schützt sich, wer kann. Also da haben wir noch eine Sicherheit. Das ist in vier Räumen haben wir einen Monitor. Und da switchen wir da zur Nacht an. Dann geht es ein paar Sekunden. Und dann gleich wird die Sirene losgehen. Seine Frau löst den Bewegungsmelder aus. Dann muss wieder abschalten. Genug Lärm gehabt. Und das würde dann passieren, wenn man das anschaltet? Dann kommt jemand, wird jemand alarmiert? Das ist nur für uns, das ist nur lokal. Sie wüssten, jemand ist im Haus und könnten die Nachbarn aufbieten. Whisky 112 calling Whisky 3 for testing. Whisky 3, I got 5 out of 5 here, Charles. Thank you, Charles. Have a good day. Thank you very much. Whisky 3 signing off. Whisky 112 out. Plasmorde. Das bedeutet Mord an Farmern in Afrikaans, der Sprache der Buren. Jedes dieser Kreuze, die auf einem Hügel nördlich der Hauptstadt Pretoria aufgestellt wurden, steht für einen ermordeten weißen Farmer. Am Sonntag wird grilliert. Brei nennt sich das. Ein Stück Normalität in immer außergewöhnlicheren Zeiten. Würden Sie denn das noch einem Schweizer empfehlen, auf Südafrika zu farmen? Nein. Entschuldigung, dass das so ein striktes Nein ist. But, nein. Seine Tochter und deren Freunde sind vorbeigekommen. Sie mögen die Ruhe und die Landluft am Wochenende. Aber auf einer Farm leben und arbeiten? Für mich ist das vermutlich nichts. Ich würde sowieso lieber nach Übersee auswandern, als in Südafrika zu bleiben. Es ist ja völlig unklar, wie lange Ihre Familie noch auf dieser Farm bleiben wird. Genau. Das weiß ich. Darum würde ich am liebsten nach Übersee gehen, möglichst weit weg von hier.
Sind Sie denn selber auch bewaffnet? Ja, bin ich ja. Die Waffe ist aber im Schlafzimmer. Und wo haben Sie sie denn genau? In der Unterwäscheschublade. Und die Waffe ist geladen? Die Waffe ist geladen. Sie ist aber keine Patronen im Lauf. Okay. Haben Sie die schon mal gebraucht? Nur übungshalber. Und wenn es Ernstfall wäre? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich weiß das wirklich nicht. Bilder aus Zeiten der Apartheid. Damals galt sogenannte Rassentrennung, auch am Strand. Die Weißen unter sich, die Schwarzen woanders. Rassismus als Staatsform. Dieser Rassismus wurde durch einflussreiche Burenorganisationen wie die rechtsextreme Afrikaner Widerstandsbewegung, kurz AWB, geradezu zelebriert. Sie waren strikt gegen die Abschaffung der Apartheid. Die können nicht mitbestimmen, die sind dazu nicht fähig. Die haben eine andere Kultur und Tradition als wir Weißen. Ihr trainiert, um zu töten. Werdet ihr Schwarze töten? Wenn wir angegriffen werden, gehen wir in die Offensive. Dann ist es natürlich erlaubt, zu töten. Die AWB wappnete sich nach Mandelas Freilassung gegen einen möglichen Aufstand der Schwarzen. Wir trainieren aus Liebe zum Volk, um es zu schützen vor dem ANC, der uns unser Land wegnehmen will. Wir werden sie alle abknallen, mein Freund, bis keiner mehr übrig ist. Alles schien auf einen Bürgerkrieg hinauszulaufen. Da habe ich noch ein paar Fotos gefunden. Als sich die Südafrikanerin Bessie und der Schweizer Rolf kennen und lieben lernten, herrschte noch Apartheid. Und sogenannte Mischehen waren gesetzlich verboten. Wir haben geheiratet in der St. Mary's Kathedrale in Johannesburg. Da haben wir den Schweizer Männer gekommen, der uns ein Ständli gesungen hat. Hat natürlich wunderbar getönt. Und ich habe mich offiziell erklären, als Farbiger, dass ich überhaupt heiraten konnte, weil Bessie ist ja aus dem Norden von der Kap-Provinz und sie ist eine farbige Frau, ja. Und wie haben denn die Leute reagiert auf das, dass ihr geheiratet habt? Kein Problem. Aber Kein Problem. Während der Apartheid mussten wir natürlich dem Gesetz gehorchen. Das hieß zum Beispiel, um 9 Uhr abends durften wir nicht mehr unterwegs sein. Also wir Schwarzen und Farbigen. Aber man muss auch sagen, damals gab es keine Kriminalität. Wir konnten draußen schlafen und die Türen einfach offen lassen. Aber ihr wart Menschen zweiter Klasse. Ja. Apartheid. Das steht für die systematische Unterdrückung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit durch die weiße Minderheit. Der Widerstand wuchs stetig, wurde aber lange brutal niedergeschlagen. Nelson Mandela suchte nach der Apartheid die Versöhnung. Eine der zentralen Fragen war eine gerechtere Verteilung des Landes. Mandela hoffte, dieses Problem werde sich von allein lösen. Dem war allerdings nicht so. Man kann von der Erbsünde dieses Landes sprechen, den ursprünglichen Bewohnern Südafrikas ihr Land wegzunehmen. Das war die Erbsünde. Weiße kontrollieren immer noch 70% der landwirtschaftlichen Flächen. Ein Reiz- und Wahlkampfthema. In unserem Manifest legen wir dar, wie wir eine Landreform beschleunigen wollen. Dazu gehören auch Enteignungen ohne Entschädigung. Expropriation of land without compensation.
Auch Rolf Bills Familie könnte schon bald enteignet werden. Does that bother you? Beschäftigt es Sie, dass Sie ihnen die Farm wegnehmen könnten? Ja, natürlich beschäftigt mich das. Wir haben so hart gearbeitet für diese Farm. Die können doch nicht einfach kommen und sie uns wegnehmen. Vielleicht können sie. Robert Mugabe hat es im Nachbarland Zimbabwe vorgemacht. Anfang der 2000er Jahre befahl auch er eine sogenannte Landreform. Das hieß konkret, weiße Farmer wurden systematisch enteignet und vertrieben. Sie haben uns angerufen und nur gesagt, ihr habt 2 Tage, um von der Farm zu verschwinden. Wer konnte, flüchtete. Viele andere wurden umgebracht. Die einstige Kornkammer Afrikas wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem Armenhaus, gezeichnet von Hungersnöten und Unterernährung. Nur durch Hilfslieferungen aus dem Ausland am Leben erhalten. Rolf Bill hofft, dass Südafrika dieses sogenannte Simbabwe-Szenario erspart bleibt. Im Interesse des Landes und natürlich auch in seinem eigenen. Sieht nicht so super aus im Moment. Was wir im Moment noch verkaufen können, ist Mint. Münze. Pfefferminze, ja. Heute könnte er keinem mehr raten, nach Südafrika auszuwandern. Zu seiner Zeit sei es allerdings noch ein Land der Chancen gewesen. Ich wollte eigentlich aus Gwunder irgendwo hergehen nach der Lehre. Damals hätte man nach Kanada gehen, nach Australien, Neuseeland. Und Südafrika ist dann eigentlich das Land gewesen, wo man am besten gepasst hat. Die haben auch Leute gesucht, ich habe Spengler und Installateur gelernt in der Schweiz. Und die haben dertige Leute dort mal gesucht, haben den Flug gezahlt, haben verblieben gezahlt im Anfang, bis man einen Arbeit gefunden hat. Ich wollte vielleicht 1 Jahr oder 2 gehen. Ich bin jetzt halt etwa 50 Jahre schon da. Ist mir als Weisse noch herzlich willkommen gewesen? In jedem Fall, ja. Ja, richtig, ja. Wie würden Sie heute die Stimmung beschreiben? No comment. Es sind eigentlich nie Phasen gegeben im Leben oder vielleicht Momente, wo Sie hätten zurück in die Schweiz? Ja, sicher, hier und da. Ja. Ja. Aber heutzutage, ja, nein. Wenn ich gesagt habe, meine Wurzeln sind ziemlich tief da. Obwohl ich noch durch und durch ein Schweizer bin. Mhm. Ja. Mhm. Und sind Sie das letzte Mal in der Schweiz gewesen? 97. Ja. Ja. 23 Jahre? Ja. Schon ewig? Ja, ist keine Zeit mehr gehabt. Keine Zeit mehr gehabt. Ja. My goodness, look at that. Da habe ich mal gekauft in Toggenburg. Und die Schelle haben wir immer an der Feeschau. Haben wir die Schelle an einer schönen Kuh. Jetzt hauen die Säuerlila. Was haben wir da für Gefühl, wenn man das hört? Wunderbar. 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 Ein richtiger Highway-Schweizer, könnte man ja sagen. So ist es ja. Ja, ja. Soweto, Township-Siedlungen im Südwesten von Johannesburg. Hier mögen sie nicht mehr auf eine gerechtere Verteilung des Landes warten. Hier nehmen sie sich Land und bauen darauf.
Diese Siedlung heißt Protea Glen und hat inzwischen sogar einen Gemeindeleiter, der selbstbewusste Forderungen hat an den südafrikanischen Staat. Die Regierung muss uns helfen und diese Straße instand setzen. Die Regierung wird sagen, ihr lebt auf besetztem Land. Ja, aber inzwischen sind wir hier zu Hause. Und wir bleiben ja hier und besetzen nicht einfach weiteres Land. Außer man würde es uns anbieten. Hier wohne ich. Seit wann? Seit 2015. Stand dieses Haus damals schon? Nein, ich habe es gekauft. Von wem? Es war so, ich habe mir dieses Land genommen und ein Haus draufgestellt. Sie haben sich das Land einfach genommen? Ja, ich habe es mir einfach genommen. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Ich fühle mich toll. Wenn ich mir dieses Land nicht genommen hätte, hätte ich jetzt kein Zuhause. Ich bin stolz auf das, was ich getan habe. Ich weiß, es ist falsch, aber es ist jetzt mein Zuhause. Sie sagen, es sei falsch. Was genau? Der Besitzer des Landes würde wohl sagen, das ist meins, mir geht es schlecht. Aber ich habe keine Wahl. Ich brauche ein Zuhause. Das ist meine Küche. Hier essen wir. Und das ist mein Schlafzimmer. Hier schlafe ich. Und hier schlafen meine Kinder. Wer kein Land hat, muss es sich nehmen. So sehen es inzwischen viele. Wir werden kämpfen. Das ist unser Land. Wir werden bleiben. Wir gehen nirgendwo hin. Er ist vor 4 Jahren von Südafrika in die Schweiz umgezogen. Peter Bernhard und seine Frau Carmen würden allerdings auch gerne wieder zurück. Selbstverständlich würden wir sofort heimgehen. Ich meine, Carmen ist von unten. Ich bin bald, also 36 Jahre permanent unten gewesen. Jetzt 40 Jahre mit den Zeiten, wo wir da sind. Und trotzdem noch die Sachen unten haben. Es ist keine Option. Wir würden sofort wieder zurückgehen. Aber es müsste ja Normalität sein. Bis es soweit ist, führen sie ein Restaurant im Kanton Aargau. Er hat seine berufliche Karriere in der Gastronomie in der Schweiz angefangen, wurde dann in Südafrika Grossfarmer, ist nun zurück in der Schweiz und richtet wieder Salate an. Kann ich dir etwas helfen? Danke, mein Schatz. Im Moment bin ich gut. Okay. Jetzt machen wir ein schönes geschnetzeltes Kalbfleisch. Ich kann nicht ein Familienmitglied verlieren durch Kriminalität oder eben durch. Es ist eine Brutalität dort unten. Es ist ja nicht so, dass es harmlose Kriminalität ist, dass sie nur einem das Zeug wegnehmen, sondern für sie ist ein Lebewesen überhaupt nichts wert im Moment. Und das will ich meiner Familie nicht. Er ging mit leeren Taschen nach Südafrika, arbeitete hart und investierte schlau. Das ist jetzt eben schon fast Nostalgie, da kriegen wir dann schon fast wieder Tränen. Die Bernhards haben hautnah miterlebt, wie die Gewalt in ihrem kleinen Paradies zu eskalieren begann. Man hat den Traum gelebt. Und der Traum, den man gelebt hat, ist leider vernichtet worden. Wir haben Tausende von weißen Farmern, die ermordet worden sind. Nicht zum sagen, es sind nur weiße Farmer, aber sehr, sehr viele weiße Farmer. In den ländlichen Gebieten werden die weißen Farmer effektiv dezimiert. Einen Teil seines Landes verpachtet er nun, den Rest managt ein Angestellter. Für seine Familie sah er nur noch eine Möglichkeit, aus Südafrika flüchten. Wir haben Alarmanlagen, wir haben Lichter, wir haben Hunde. Die Hunde werden ab und zu wieder vergiftet.
Es ist nicht eine Nacht, wo du effektiv ruhig durchschlafen kannst. Es gibt manche Nächte, wo ich aufgestanden bin. 3, 4, 5 Mal in der Nacht. Entweder das hat der Hund angegeben, wegen irgendetwas. Das muss nicht unbedingt ein Einbrecher und ein Eindringling sein. Das kann einmal eine Schlange sein oder sonst etwas Wildes. Aber wenn die Alarmlichter angegangen sind, um zu summen, dann hast du halt müssen, dann hast du halt die 9 mm wieder unter dem Kopf Rüssi Führer genommen und hast die Schraubflinten unter dem Bett gehabt, 72 Gramm Dürrenpfahl, so haben wir gelebt. Und so leben immer mehr Südafrikaner, stellt das Institut für Sicherheitsstudien in Pretoria fest. Es sei nicht nur ein Gefühl, es werde tatsächlich immer schlimmer, sagt Gareth Newham. Die Kriminalitätsraten steigen. Und sind erklärbar. Die Fähigkeiten des Staates, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, sind weitgehend verschwunden. Das ist ein Erbe der von Korruption gezeichneten Ära unseres Ex-Präsidenten Jacob Zuma. Der hat viele fähige Leute entlassen und seine Günstlinge eingesetzt, auch bei der Polizei und der Justiz. Die waren inkompetent, also stieg die Kriminalität an. Aber auch, weil sich die Wirtschaft abgekühlt hat. Mehr Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und Armut führen zu mehr Kriminalität. Ortstermin an einem Tatort. Sandra van Ziel betreibt eine Eierfarm und wurde kürzlich brutal überfallen. Als ich diese Tür geöffnet habe, standen plötzlich 6 bewaffnete Schwarze mit Sturmhauben vor mir. Ich habe versucht, die Tür zu schließen, aber sie haben sofort angefangen, mich ins Gesicht zu boxen. Sie haben mir die ganze Zeit mit den Waffen auf den Kopf geschlagen und geschrien, wo ist das Geld, Schlampe? Sie haben mich gezwungen, mich nackt auszuziehen. Sie sagten mir, sie würden mich jetzt vergewaltigen. Sie haben mir alle Kleider vom Leib gerissen und wollten, dass ich mich dort drüben hinsetze. Plötzlich kam einer mit kochendem Wasser. Sie fingen an, mir das kochende Wasser ins Ohr zu gießen. Das war ein grauenvoller Schmerz. Ein bekanntes Muster. Unbekannte, hier gefilmt von einer Überwachungskamera, dringen irgendwo ein, um ihre Opfer dann nicht nur zu berauben, sondern auch stundenlang zu foltern. Diese Gewalt ist meist gut erklärbar. Einerseits wollen sie damit herausfinden, wo die Opfer alle möglichen Wertsachen versteckt haben. Andererseits kann es aber auch um Machtfragen innerhalb der Gang gehen. Die Opfer werden gequält, um der eigenen Gang zu sagen, wenn ihr nicht auf mich hört, mache ich das auch mit euch. Es gibt also oft Gründe für die scheinbar sinnlose Gewalt. Opfer wie Sandra van Ziel würden nicht aufgrund ihrer Hautfarbe ausgewählt. Kriminelle hätten nur ein Interesse: Beute machen. Möglichst viel, möglichst schnell. Es geht den Tätern ausschließlich um den Zugang zu Wertsachen. Die meisten Opfer sind nicht Weiße, sondern Schwarze aus der Mittelklasse, die in Städten wohnen. Die haben iPads, Mobiltelefone und Schmuck. Klar, weiße Farmer scheinen Geld zu haben und werden darum zu zielen. Aber es gibt keine Beweise dafür, dass sie zu zielen werden, weil sie weiß sind oder weil sie Farmer sind. Ich denke definitiv, dass sie gezielt Weiße aussuchen. Ganz sicher. Sie haben mich ja die ganze Zeit weiße Schlampe genannt. Schon ihre Sprache war voller Hass gegen Weiße. Eine große Versöhnung. Mit diesem Traum fing das moderne Südafrika an. Wir schließen einen Bund, in dem alle Südafrikaner, schwarz oder weiß, keine Angst mehr haben müssen. Sie sollen wissen, dass wir ihnen ihre Menschenwürde garantieren werden. Eine Regenbogennation im Frieden mit sich selbst und der Welt. What a joke.
Nelson Mandelas dream. Was für ein Witz. Nelson Mandelas Traum. Er glaubte als junger Mann tatsächlich, dass wir hier alle friedlich zusammenleben werden. Wenn er gewusst hätte, was alles noch kommt. Er wäre sicher sehr enttäuscht von seinem Volk. Schrecklich enttäuscht. Zurück in der Schweiz, bei Peter Bernhard, seiner Frau und deren Tochter. Sie führten ein glückliches Leben in Südafrika, bis die Ehefrau eines Abends nicht nach Hause kam. Sie war entführt worden und tauchte erst am nächsten Morgen wieder auf. Ihr Mann fand sie schließlich, nachhaltig traumatisiert vom Erlebten. Und ich bin so schnell wie möglich ins Privatspital nach Krügersdorp. Haben sie denn untersucht? Mein Gott sei Dank alles recht gemacht zur rechten Zeit. Meine Frau ist heute gesund. Aber sie hat dort auch einen Schaden gekriegt. Und das war für die Familie eine ganz schlimme Sache gewesen. Möchte man nicht mehr leben. Das war einer der Major Factors, dass wir das Paradies hinter uns gelassen haben. Weil ein Kind und eine Frau zu ersetzen ist nicht möglich. Alles andere kann man ersetzen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es geht vielen anderen in Südafrika genau gleich. Und wir waren in der Situation, in der wir gehen konnten. Sehr viele andere möchten gehen und können nicht gehen. Weil sie genau wissen, hier kommen sie aufs Sozialamt, weil sie nichts haben hinten dran. Sie wollen nicht weg. Und sie können auch nicht. Aber vielleicht müssen sie schon bald. Und wie wäre jetzt das für euch, wenn ihr irgendwann die Farm verloren müsstet, weil ihr zum Beispiel enteignet würdet? Das wäre tragisch. Da gibt es noch ein Wort, tragisch. Ja. Und ich wehre mich auch so viel ich kann, wehre mich auch wehren dagegen. Weil ja, wir haben das aufgebaut so und wir sind glücklich da. Und wenn da irgendjemand kommt und sagt, ich nehme dir das jetzt weg, dann würde ich mich da wehren.